Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Doria, ich grüße dich. Du möchtest wissen, wie kommt er mit deiner Tochter klar. Und das klären wir bei dieser Legung. Wenn deine Tochter das erfährt, dass du mit ihm zusammen bist, wie reagiert sie? Das zeigt hier die Wolken. Alles unklar, undurchschaubar, es ist alles in die Schwebe. Es ist schwierig, das Durchschauen, was sie dazu meint. Oder für sie scheint das alles noch so undurchschaubar sein. Und diese Karte zeigt als Zeitkarte halbes Jahr. Und das ist ein Hinweis, dass die beiden brauchen etwa halbes Jahr, etwas näher zu kommen oder vertraut zu sein. Wie reagiert er? Diese Klee zeigt das Glück. Und du hast auch das Glück, dass er kann sehr gut mit ihr umgehen. Da kommt eine gewisse Leichtigkeit und Humor. Aber das braucht eine gewisse Zeit, bis die beiden so näher kommen, bis hier etwas wächst und dehnt. Das Problem ist nicht er. Ich würde nicht sagen, dass deine Tochter ein Problem wäre, aber sie ist mal offen dafür oder kommt entgegen oder ist mal zurückhaltend. Es ist sehr, sehr schwierig einzuschätzen, wie sie reagiert. Das zeigt hier die Wolke, aber auch Sonne und Mond. Sonne ist die Offenheit, Mond ist der Rückzug und es kommt wechselhaft und immer plötzlich. Diese Sense zeigt dieser Schwung, diese einmal so, einmal so. Und das so wird in den ersten Monaten sein. Das zeigt auch, wie sie mit dir zusammenhängt oder an die Mutter hängt, weil Mond symbolisiert die Mutter, Sonne symbolisiert Vater, aber hier ist eher das Bewusste und Unbewusste, die Offenheit und der Rückzug, diese Wechselhaftigkeit. Mond symbolisiert auch ihren Gefühlen und wenn sie das Gefühl hat, und es kommt so plötzlich, unerwartet, dieses Gefühl, dass er ehrlich zu dir ist, dann kommt diese Herzenswärme und dann kommt sie auch entgegen. Aber das wird dauern, kannst etwa ein halbes Jahr rechnen damit. Wie geht er mit ihr um? Diese Reise symbolisiert Ausland, Auslandskontakte oder tatsächlich eine Reise. Das kann sein, dass er das in die Sprache bringt oder dass er verspricht, dass ihr gemeinsam auf die Reise geht. Dieses Schiff symbolisiert aber auch Hoffnung. Also er hofft, dass das alles gut geht. Der Ring zeigt die Verbindung oder diese wiederkehrenden Thema. Wenn er das Gefühl hat, dass sie begeistert ist von Reisen, dann wird dieses Thema immer wieder wiederholt, weil ihm das Freude macht oder er möchte sie beschenken oder von etwas begeistern. Und er hat die Schlüssel zu ihr. Und so kommt das zur Verbindung. Er kann mit ihr umgehen. Und das mit Leichtigkeit. Ich befrage jetzt mein Pendel. Kommt er mit
ihr klar oder umgekehrt, kommen Sie mit ihm klar? Ja, nein oder vielleicht. Wenn die Pendel nach rechts ausschlägt, bedeutet, Sie kommen sofort miteinander klar. Wenn die Pendel nach links ausschlägt, bedeutet, das wird nichts. Wenn die Pendel stehen bleibt, bedeutet, lass das stehen. Es braucht Zeit, bis sie näher kommen, bis dieses Vertrauen da ist. Und für deine Tochter ist sehr wichtig, dass er offen und ehrlich zu dir ist. Weil du als Mutter stehst ihr sehr nah. Und sie möchte nicht, dass jemand dich verletzt. Wie ist die Verbindung? Kommen Sie gut klar? Erstmal bleibt das alles stehen. Die brauchen eine Zeit. Und langsam, langsam geht das in Bewegung und die Richtung zeigt, ja, sie werden näher kommen und kommt eine gewisse Vertrauen. Liebe Doria, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für deine Treue. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.